Hey ho Leute und willkommen zu einem kleinen Infovideo. Vielleicht wird es auch ein langes Infovideo. Kurz gesagt, es gibt ab den 20.11. keine Videos mehr auf meinem Kanal. Nein, das ist total falsch ausgedrückt. Nein, ich höre nicht mit YouTube auf. Es gibt eine, mehr oder weniger eine Zwangsbeurlaubung. Beurlaubung? Ihr wisst, was ich meine. Nein, ich muss nämlich ab dem 20. ins Krankenhaus. Also ich habe auf jeden Fall am 20., also in 2 Tagen, einen Termin. Um 7.30 Uhr, da weiß ich nicht, ob sie mich gleich da lassen. Wie dem auch sei, ich habe nämlich ein klitzekleines, großes, im Verhältnis zum menschlichen Körper ein klitzekleines, im Verhältnis zu der Schilddrüse ein ziemlich großes Problem, denn ich habe einen 8 cm großen kalten Knoten in meiner Schilddrüse, auf der rechten Seite. Da dieser Knoten absolut keine Funktion hat und ich das schon hätte viel früher merken können, hätte müssen, gibt es jetzt vor allem das Problem. Ich bin natürlich total aufgeregt und psychisch ein bisschen am Ende, deswegen. Man weiß ja nie, also wenn man drüber nachdenkt, dass mir jemand die Kehle aufschneiden wird und da irgendwas rausfummelt, ist dieser Gedanke ein bisschen abartig und eklig und ganz böse eigentlich, also nicht cool. Ich muss auf jeden Fall nach der OP eine Woche da bleiben, das steht fest. Also ich weiß nicht, ob ich danach auch wieder so imstande bin, dass ich sofort sage, ach ja, ich bin jetzt ja zu Hause, ich nehme wieder auf. Das weiß ich halt nicht. Es kann halt sein, dass ich dann erstmal da bin, also zu Hause rumsitze und sage, mir tut alles weh, ich will sterben. Nein, ich hoffe ja, dass das dann weg ist, dieses, oh mein Gott, ich will sterben. Denn durch, also ich habe das ja nur gemerkt, dass ich habe seit ca. 2 Jahren irgendwie so ein ganz komisches Leben. Also Stimmungsschwankungen, irgendwie auf nichts mehr Bock. Ich bin ständig müde. Also ich könnte auch jetzt, ich bin erst vor ein paar Stunden wach geworden, ich könnte mich trotzdem wieder hinlegen und weiter schlafen. Ist halt alles ein bisschen komisch. Abnehmen tue ich auch nicht, egal was ich mache. Also das ist... Ich weiß nicht, ob man es auch in den Let's Plays manchmal merkt, irgendwas läuft im Spiel nicht so, wie es laufen soll und ich mein ganzes Leben gerät aus den Fugen und ich denke mir nur so, ey... Warum? Nein, es ist nun eigentlich auch nichts Tragisches. Es ist halt eigentlich nur so ein bisschen dämlich alles. Wie ihr sehen könnt, sitze ich ja auf dem Boden im Wohnzimmer, da ich ja nicht mehr am Schreibtisch im Flur sitzen kann, da ja die Nachbarn immer auf die Idee kommen, immer dann laut zu werden, wenn ich gerade aufnehmen will. Danke nochmal dafür, Nachbarn. Ja, das ist der typische Halle-Nachbarn, ich hasse euch Blick. Seitdem ich das mit der Schilddrüse weiß, ist das halt alles so ein bisschen kompliziert. Und... Ich weiß nicht, ob man es auch in den Let's Plays... Ich bin irgendwie nicht mehr so wirklich... wenn ich Let's Play, bin ich auch nicht wirklich mehr auf das Let's Play fixiert, weil ich eher daran denke, okay, es sind nur noch 2 Tage. So, morgen werde ich genauso da sitzen und sagen, oh Gott, es ist nur noch ein Tag. Und den Tag danach werde ich dann denken, oh scheiße, jetzt ist es soweit und bitte bring mich nicht um, Arzt. Sowieso mein Verhältnis zu Ärzten ist sowieso ein bisschen angekratzt, da mir jetzt die letzten, ich glaube, 2 Jahre gesagt wurden, es liegt an meinen Psychen, dass es mir so blöd geht. Ja, eben nicht. Gerade dass es mir bei den Psychen so blöd geht, das kann echt daran liegen, dass es von der Schilddrüse kam die ganze Zeit und mir einiges erspart hätte bleiben können. und das macht einen irgendwie auch so ein bisschen sauer. Also, dass man echt... Ich meine, ich habe das schon vor 6 Monaten gemerkt. Irgendwas ist da faul so. Ich habe hier so... Also, man merkt den auch. Also, ich weiß nicht, ob man den jetzt so auch so sieht. Aber merkt den halt und ich meine, ich musste zu, ich glaube, ich war bei 4 Ärzten, bis mir irgendjemand mal gesagt hat, ach, guck mal, da ist was nicht in Ordnung, wir schicken dich mal zu einer Spezialistin. Ja, super. Nun waren wir da und dieses Ding, also diese Schilddrüse, die macht einen echt zum, also die macht mich auf jeden Fall fertig im Moment, weil ich habe auch seit 6 Monaten nicht mehr das Interesse an körperlicher Nähe. Also wenn mich jemand umarmt oder so, sage ich auch so, oh, geh weg. Rausgehen, sowieso die Hölle, ständig dieses, durch dieses, obwohl das ja eigentlich ein, also ich weiß ja nicht, was genau da jetzt ist, ich weiß nur, da ist ein Knoten, ich weiß nicht, ob sich das irgendwann besser wird, ob es wirklich von der Schilddrüse kommt, starkes Schwitzen und so ein Kram und bla blub. Who knows, maybe not, ich weiß es halt nicht. Also, was wirklich genau von der Schilddrüse kommt, was genau ich mir einbilde oder was von den Psychen kommt, ich weiß es nicht, das wird sich alles zeigen, wenn das Ding raus ist. Und vor allem, wenn ich dann mal endlich ein paar mehr Hormone im Körper habe, die mir ja schon wahrscheinlich seit 2 Jahren fehlen.
Ich nehme gerade alles auf die leichte Schulter, aber innerlich, ich glaube, ihr wollt gar nicht wissen, wie es innerlich aussieht. Also ich schlafe so saumäßig unruhig. Also, juckt mir gleich, versteckt das aus. Also, nee, das ist echt nicht mehr feierlich. Nun hoffe ich natürlich, dass ich laber wahrscheinlich schon stundenlang um den heißen Brei herum. Nein, auf jeden Fall, es gibt, wie gesagt, ab dem 20.11. keine Videos mehr für 2 bis 3 Wochen ungefähr. Vielleicht auch gar nicht so lange. Also mindestens eine Woche wird es keine geben, denn wie soll ich aufnehmen, wenn ich im Krankenhaus liege? Das ist ein bisschen blöd. Ich werde versuchen, nebenbei trotzdem auf Twitter und so aktiv zu sein. Also da halte ich euch sowieso alle auf dem Laufenden. Heißt bei Twitter übrigens auch ZockerAndy, falls es jemand noch nicht weiß. Facebook habe ich zwar auch, aber Facebook, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie mal was schreibe. Die meisten wissen ja, dass ich bei Facebook kaum was mache und kaum online bin, weil Facebook ist... Ich habe es ja schon mal erklärt. Scheiße. Ich mag Facebook einfach nicht. Facebook ist so... Ich verstehe auch nicht, wie manche Leute da 16 Stunden am Tag oder sowas hängen können. Ich kann es nicht. Ich schaffe es 14 Stunden lang bei YouTube oder 16 Stunden lang bei YouTube rumzugammeln. Ja, das kriege ich hin. Das ist aber auch keine Kunst, glaube ich. Nein, auf jeden Fall. Deponia und so ist ja auch schon seit langem nicht mehr gekommen. Einfach weil ich gar keinen, im Moment keinen Nerv dafür habe. Und ich habe mir jetzt gedacht, Resident Evil anzufangen wäre sinnlos. Also mit Leon. Dachte ich, naja, okay, das lasse ich jetzt. Wie gesagt, das kommt dann alles, wenn ich wieder raus bin. Tomb Raider kommt jetzt noch bis morgen. Dem 19. habe ich vorgedreht, dann schaffen wir es endlich aus dieser blöden Höhle. Und ja, State of Decay wird wahrscheinlich dann auch gleich wiederkommen, wenn ich da bin. Und sonst, ich muss gerade überlegen, ich hatte vorhin so schönen Textvorlagen mir gemacht und die auch im Kopf gehabt, das Busbild, wenn man das Dokument dann schließt und das nicht mehr wiederfindet. Ja, eigentlich so an sich ist das alles, was ich erzählen wollte. Wie gesagt, also ich werde jetzt nicht, wir hoffen jetzt alle einfach mal, dass ich nicht sterben werde bei der OP. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, sehr gering. Ja, und sonst denke ich einfach mal, dass ich öfter jetzt auch mal wieder was live machen werde. Wie gesagt, meine Videos werden danach wieder regelmäßiger kommen, auf jeden Fall. Und werde ich mich dann auch wieder an den Ablaufplan halten. Im Übrigen war ich jetzt doch mal überlegen, ob ich Evil Within aufnehme. Bloß das Problem ist, dass es mein PC einfach nicht schafft, irgendwie das Spiel grafisch gut und aufwendig darzustellen. Da weiß ich nicht, ob ich es aufnehmen soll, denn irgendwie ist es ja... Ich weiß ja nicht, wie verwöhnt ihr seid. Also ich meine, ich bin überhaupt nicht verwöhnt. Mir ist es so egal, ob das Spiel jetzt nur aus Pixelbrei besteht oder nicht. Okay, Pixelbrei wäre es ja nicht. Es ist einfach bloß ein bisschen... Die Schatten sind nicht so super cool in HD und so und... Manchmal sind ein paar Texturenfehler drin, einfach weil ich halt alles ausmachen muss. Ich habe keine Reflexion im Spiel, aber ich für mich selber habe auch jetzt noch keinen Reiz gefunden, das selber selber zu spielen so richtig. Ich habe mir auch noch nichts angeguckt. Vielleicht würde es mir mehr Spaß machen, wenn ich es kommentieren würde und das einfach hochladen würde, aber ach, ich habe keine Ahnung. Manchmal bin ich da ja so ein bisschen... Tomb Raider 3 habe ich angespielt vor kurzem. Und ich muss sagen, ich hasse das Spiel. Es ist wirklich ein Tomb Raider-Teil, den ich hasse, weil ich nur die ersten 4 Level gut kann und danach ich meistens festhänge. Und Tomb Raider 4 wird auch Probleme machen, also ich werde sie auf jeden Fall spielen. Bloß es könnte sein, dass ich bei Tomb Raider 3 und an Tomb Raider 4 so an der 100-Parts-Marke kratzen könnte und an meiner Geduldsgrenze kratzen könnte. Zudem kommt noch dazu, dass Resident Evil 2 auf mysteriöse Art und Weise ständig anfängt zu ruckeln. Also dann weiß ich auch noch nicht, woran es liegt. Ob ich irgendwas verstellt habe. Ohne es zu merken vor allem. Ja, naja, so viel erstmal dazu. Ihr wisst jetzt Bescheid. Also wie gesagt, es wäre schön, wenn mich auch nicht alle gleich wieder deabonnieren würden, nur weil ich jetzt ein bis zwei, zwei bis drei Videos, Wochen keine Videos hochladen kann.
Das wäre sehr toll. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir uns dann wiedersehen, wenn ich dann wieder bereit bin, also wieder reden kann vor allem. Weil das ist ja das Hauptproblem, das habe ich noch gar nicht erzählt, das ist ja das Hauptproblem. Da die mir das ja wahrscheinlich hier so aufschnippeln und hier irgendwo die... Ich kenne mich mit Anatomie nicht aus, also wenn ich jetzt irgendwas so falsch erzähle, auf jeden Fall weiß ich nur, dass die auf jeden Fall an diese Stimmbänder rankommen, die irgendwie hier sind. Und es kann halt dann sein, dass ich erstmal 2 Tage oder sowas nicht quatschen kann und danach wahrscheinlich sich meine Stimme vielleicht auch ein bisschen anders anhört. Ich weiß es nicht. Vielleicht komme ich auch nochmal in die Pubertät. ja, nee. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ihr trotzdem dabei bleibt und irgendwie wir in Kontakt bleiben. Wie gesagt, ich habe Twitter. Also ihr könnt mir gerne auf Twitter folgen. Ich folge meistens auch zurück, wenn es mich interessiert. Ja, und sonst gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen. Ich hoffe, dass wir uns sehen und genießt einfach die 2 bis 3 in die freien Wochen für anderen Kram. Wir sehen uns dann. Ich hoffe einfach, dass wir uns nach den 2 bis 3 Wochen wiedersehen und dass wir dann wieder durchstarten und ihr die 2 bis 3 in die freien Wochen genießt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.